Liebe mytischtennis.de User, viel ist im Tischtenniskalender in der vorletzten Woche des Jahres 2022 nicht mehr übrig geblieben. Daher konzentrieren wir uns diesmal komplett auf die TTBL, wo noch ein ganzer Spieltag auf dem Programm steht. Wenn Neu-Ulm und Mühlhausen, die auch beide im Champions-League-Halbfinale stehen, heute Abend das letzte Match des 10. Spieltags absolviert haben, verteilt sich der 11. auf die Tage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Spannend wird, wie sich die vier Mannschaften im Tabellenkeller aus dem Jahr verabschieden, nachdem sie letzte Woche allesamt noch einen Sieg einfahren konnten. Auf ein direktes Kellerduell darf man sich dabei zwischen Mainz und Fulda freuen, während Grenzau in Bremen und Bergneustadt in Düsseldorf punkten wollen. Die Borussia ist dabei gewarnt, nachdem sie am Sonntag die erste Saisonniederlage gegen Grenzau hinnehmen musste und plant mit Timo Boll. Interessant wird es außerdem in Ochsenhausen, wo es nicht nur zum Derby gegen Neu-Ulm kommt, sondern auch zur Generalprobe für das Pokal-Halbfinale, das am 8. Januar in derselben Konstellation steigt. Ob hier allerdings auch dieselben Spieler zum Einsatz kommen werden, darf bezweifelt werden. Im Tabellenmittelfeld fällt außerdem das Spiel Mühlhausen gegen Bad Königshofen ins Auge, die beide noch in Richtung Playoff-Plätze schielen. Ebenso wie die Grünwettersbacher, die mit Saarbrücken aber einen starken Gegner vor sich haben. Schöne Weihnachtstage und einen sportlichen Jahresausklang wünscht das mytischtennis.de-Team.